Hallo und herzlich willkommen zu Larry's Suit. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute versuchen wir auf Muffington Island zu kommen. Allerdings habe ich ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie wir da hinkommen sollen. Wahrscheinlich mit einem Boot, ja, aber wie ich das Boot organisiere, beziehungsweise kriegen wir unser Floß zurück? Keine Ahnung, das werden wir jetzt alles herausfinden. Wir versuchen mal mit Pip, Dip, Rip, Kip, wie auch immer reden. Kip heißt der genau. So, und dann... Ja. Okay, du kannst mir wohl nicht weiterhelfen. Ciao. Voll hoffnungsvoll empfängt er uns und wir lassen ihn so eiskalt wieder ablisten. Mal gucken, Luis, spiel doch mal. Spiel doch mal Saxophon. Ich gebe nicht auf. Nicht. Ich gebe nicht auf. Nee, er hat auch nichts. Ich muss weg. Alles klar, ciao. Weißt du, das Problem ist, ich orientiere mich immer so anhand der weißen Schriften. Ne, dass ich denke, ah, da kommt noch was, beziehungsweise das muss ich anklicken. Und dann übersehe ich schon mal mit diesem dunkel-lila, dass ich da noch was anklicken kann. Beziehungsweise, vielleicht hilft mir das sogar weiter. Wir gucken mal, Becky. Bekommen Travel-Blogger, hast du irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Soll ich dir was zu trinken? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Bleib bloß weg mit diesem Barbarenbräu. Ich kann dir auch was anderes bringen. Hier, Poolwasser zum Beispiel. Ich muss jetzt woanders influenzen. Influenzieren heißt das. Entschuldigung, bitte. So. Bist du sicher, Kip? Bist du gesund? Was hast du für Drinks? Übrigens, ne, er hat ich auch nichts dafür. Mann, ich gehe. Wir sind dann. Okay, dann gehen wir jetzt hier rüber, reden nochmal mit ihr. Vielleicht hat die eine Ahnung, vielleicht gibt ihr uns das Surfboard. Kann ja sein. Kannst du auch stehen? Kannst du auch stehen? Warum sollte ich? Weil man dann einen anderen Blick auf die Welt hat. Und für die Durchblutung ist es auch gut. Vor allem, wenn man so lange Beine hat wie ich. Danke. Ich bin hier unten ganz zufrieden. Hatten wir ja schon alles gehört. Ich dachte, jetzt kommt was Neues. Wie geht's dir inzwischen? Wie geht's dir inzwischen? Ganz okay. Ich lebe von Licht. Weil du immer noch... Das kommt auch nichts Neues. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie wegen dem verseuchten Ozean kommen wir jetzt dahin oder so. Oder beziehungsweise sie sagt uns, gar nichts hier stehen. Flipflops. Sollen wir uns die anziehen? Nein, machen wir auch nicht. Okay, gehen wir mal zur Lobby. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal nochmal zum Buffet, weil da müssen wir ja das Schwein noch irgendwie anzünden und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung wie. Eventuell, warte mal, Wodka, naja, Wodka ging nicht, weil wir brauchen ja was zum Einflößen, das heißt so ein Trichter. Aber den Trichter bekommt, ey, Trichter. Mir fällt gerade ein, es gibt doch bei der Toilette, wo das Wasser reingepumpt wird. Die soll uns doch ausschalten, ne? Ich mach mal ein Kompliment. Schönes Kleid. Ich weiß. Toll. Das war jetzt eine Konversation, wie ich sie mir erwünscht hatte. Nettes Wetter heute, gute Luft haben wir, viel Sonne heute, was? Viel Sonne heute, was? Ich mag Schatten. Mann, die ist ja gesprächig. Komm. Wie lautet deine Zimmernummer? Ich hab noch keine. Ich geb dich auf, pass auf. Date bei Sonnenuntergang am Strand? Nein. Wie nein? Einfach nein? Kann ich dir was zu trinken holen? Kann ich dir was zu trinken holen? Ich hab keinen Durst. Bei dir bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer auch immer diese mysteriöse Frau ist, sie ist gegen den unvergleichlichen Larry-Charme immun. Ich stehe ja auf mysteriöse Frauen. Wir geben aber nicht auf. Schöner Hut. Gute Luft haben wir. Geht so. Oh. Was machst du so? Entspannen. Okay. Heute noch was vor? Ja. Jetzt sag schon, was du von mir willst. Nein. Bei dir bin ich mit meinem... Wer auch immer... Sie ist gegen... Okay. Warte mal, da war einmal und einmal... Pass auf. Schöne Sonnenbrille. Danke. Okay, das war ein Kompliment. Schöne Sonnenbrille. Sonnenbrille, merken. Nettes Wetter heute. Kann man sagen. Ja, lass ich auch mal durchgehen. Also Sonnenbrille, Wetter. Wie lange bist du schon hier? Gerade angekommen. Okay. Treffen wir uns nachher am Buffet? Vielleicht. Oh. Kann ich dir was zu essen holen? Ich hab keinen Hunger. Bei dir bin ich mit... Wer auch... Okay, das war jetzt schon mal ziemlich erfolgreich. Wir versuchen es nochmal. Sonnenbrille? Danke. Okay, dann... genau, Wetter? Welches kann man sagen? So, was machst du so? Was machst du? Entspannen. Okay, dann Buffet? Treffen wir uns nach... Vielleicht. Okay. Kann ich dir was zu trinken holen? Ich hab keinen Durst. Bei dir bin ich mit... Nee, die gibt immer die gleichen Antworten. Ja. Schade, ich hatte jetzt gedacht, das variiert so ein bisschen. Aber die hilft mir anscheinend nicht weiter.
Sehr stylisch, aber für meinen Geschmack ein wenig zu verhüllend. Okay, sollen wir ihr das verabreichen? Das gut, ja. Ich will nicht gestört werden. Ja, dann steh da nicht so rum. Das hast du bestimmt gelernt in der Modelschule. Kann man so rumstehen. Man kann sich auch bewegen. Okay? Hallo? Besetzt! Immer noch, okay. Dann stört du klingt... Pass auf, hier ist nämlich dieser Trichter. Ich glaube, was man hier rein... Naja, kann ich leider nichts mitmachen. Oh, Schlafpillen, Wodka. Wodka vielleicht? Kann ich das da reinschütten? Nein, das werfe ich da... Okay, kann ich das da reinschütten? Nein, das werfe... Auch nicht. Kann ich das Grüne da reinschütten? Nein, das... Okay, kann ich irgendwas anderes daran noch reinschütten? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das... Die beiden Sachen funktionieren... Okay, also, hier sagt er uns, pass auf... Der Becher... Das heiße Wasser würde den Becher wahrscheinlich schmelzen lassen. Ich werde es nur mal überlegen. Schmelzen lassen. Okay, also das bringt nichts. So. Das ist gut so. Das ging auch nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt wieder mal kurz zurück. Die steht da immer noch, ne? Ja, wunderbar. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Dankeschön. So, was haben wir hier? Warte mal, können wir mit der nochmal reden? Wie komme ich... Ich möchte eine schlimme Umweltverschmutzung melden. Was? Wo? Das ist eine gute Frage. Oh, auf Muffington Island. Sollen wir da mal hinfahren? Am anderen... Tja, immer... Das ist... Nein. Okay, da kann ich leider nichts machen. Alles klar. Ciao. Okay, ciao. Ich muss... So, also die hilft mir schon mal nicht weit. So, jetzt haben wir da eine Frau stehen. Oh, das hat bestimmt irgendwas mit dem Reden zu tun. Ne? Wir müssen ihr Komplimente machen. Wir müssen sie erobern. Schöne Sonne. Danke. Okay. Ich mag Schatten. Nein, wie lautet ich hab... Okay, da sind wir schon mal... Ne, pass auf. Nochmal. So, Sonnenbrille. Schönes... Danke. Dann... Nettes kann man sagen. Das ist schon mal was. So. Wie lange bist wie lange du hier? Gerade angekommen. Könnte man sagen. Treffen wir vielleicht. Oh. Jetzt... Wir gehen mal zum Buffet. Vielleicht kommt sie da hin. Weil wir haben ja gesagt, wir treffen uns am Buffet. Nachher. Nachher ist jetzt. Bitte lass die da sein. Nein. Schade. Schade. Das wäre jetzt voll der Jackpot gewesen. Aber nö. Aber nö. Oh, was kann ich denn... Ventilator... Was kann man... Ventilator... Gute Idee. Die beiden Sachen funktionieren. Okay. Das lässt sich nicht... Wieso kann ich das hier denn nicht entsaften? Das will ich nicht entsaften. Ja, ich schon. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ist das möglich? Nein? Okay. So, was haben wir denn noch hier? Lässt mich nicht im Floß kommen, aber ich muss hier irgendwie zurückkommen. Ja. Wenn ich es schaffe, bla bla. Zeitvertreib optional. Wir können noch etwas bauen, womit ich mir während der Reise die Zeit vertreiben kann. Hehe. Da haben wir doch das, den Ball gebaut, ne? Warum ist das denn dann nicht so ausgegraut? Okay, hier müssen wir auf... Pass auf, wir müssen ja... Genug davon. Genau. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie das Eis holen. Aber ich weiß nicht, wie ich das Eis holen soll. Fahrstuhl? Wir fahren nochmal in das Hotelzimmer. Wir gucken da, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da irgendwie was kombinieren. Vielleicht müssen wir da irgendwie philosophieren. Oder was auch immer. Warum ist hier eigentlich so eine Kratzspur? Da. Okay, wir haben hier eigentlich... Warte mal, kann ich den nehmen? Soll ich die mitnehmen? Du hast wirklich Nein, kann man nicht mitnehmen. Koffer? Den lasse ich besser. Ein einfacher Reise... Okay. Ja, toll. Machst du die wieder zu? Machst du die bitte auf? So. Wenn ich die Eiszapfen so sehe, scheint die Minibar richtig gut zu funktionieren. Okay. Das hilft mir nicht. Nee, auch nicht. Okay. Einen leeren Becher brauche ich nicht reinzustellen. Ja, du sollst doch die Eiszapfen darunter kratzen, mein Freund. Oh. Besser nicht. Warum? Eisgekühlter Wodka geht immer. Aber nö. Der will ja heute gar nichts hier. Die beiden Sachen Also, ich brauche irgendwo Wasser her. Also, ich vermute, meine Vermutung ist jetzt, mit den Eiswürfeln, Eiszapfen, wie auch immer, können wir von der heißen Quelle Wasser nehmen. Ist so mein Tipp. Andersrum brauchen wir auch Eiswürfel für... Für was brauchen wir nochmal Eiswürfel? Ach ja, genau, für den Cocktail.
So, ich gehe nochmal ins Büro. Ich muss nochmal mit der fragen. Ich muss sie nochmal fragen. Vielleicht kann die mir irgendwas sagen, wie ich da hinkomme oder so. Keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen überfragt. Ich hätte auch gerne ein Büro. Okay, wir reden mal mit der. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Okay. Wie sieht's aus? Zeit für frischen Larrys? Wow, chicken, wow. Jetzt nicht. Ich hab gerade... Aber ja. Ich bin der Ziel. Das hab ich. Okay, wie komme ich los zurück? Sag mal, Kip und seine Brüder. Aber was bringt mir diese Information? Wie soll ich jetzt die Strafe abbezahlen? Wie soll ich denn... Wenn du dich um diese Travel-Bloggerin kümmern, sorge dir... Alles klar. Ja, das ist mir klar. Pass auf, das Problem ist, die Travel-Bloggerin braucht ja... da. So. Nee, Cocktail nicht. Hotelbuffet. Ah, Wasser haben wir ja schon bekommen. Stimmt. Wieso war ich denn da noch hinterher? Wieso war ich noch mal da hinterher? Wir gehen nochmal zur Aussichtsplattform. Ich habe da bestimmt auch irgendwas übersehen. Oh. Oh, kann ich da einfach einen Becher drunter stellen? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? Das ist gut so, wie es ist. Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Warte mal, können wir denn mit dem reden? Nee. Ich muss los. Ja, peace. Münzrückgabe? Alte Larry-Regel, wenn man nichts reinsteckt, kann auch nichts rauskommen. Das stimmt. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Ja, das stimmt. Habe ich denn irgendwas übersehen? Dann schauen wir mal. Ach, kann ja nicht. Ich habe ja schon eigentlich alles abgescannt, was es hier so gab. Und vor allem... Da ist eine... Nein. Eine Hütte für Rettung. Ja. Warte mal, wenn wir jetzt wieder gehen... Fragt die uns nochmal was? Nee, macht die nicht. Okay. Also haben wir das eigentlich schon komplett absolviert, komplett fertig beantwortet. Wir wissen alle Fragen. Wir sind das Alpha, das Omega, das Beta. Sind wir alles. Lobby. Also wir brauchen ein Getränk oder Wasser. Wir brauchen Wasser. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Der eine und der andere Schlüssel. Komme ich ja nicht mit rein, ne? Na, damit... Komme ich nicht mit rein. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt hier dem voll auf den Keks gehe... Ich bin immer noch da. Hörst du schlecht oder ich? Kannst du damit mal aufhören? Ich ignoriere das jetzt einfach. Nein. Das höre ich gar nicht mehr. Ding dich doch selbst. Warte. Ich kann penetrant sein. Klingel dich doch selbst. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Ich habe Leute schon rausgeworfen, die so genervt haben. Ja, dann mach. Andere habe ich an die Kannibalen verfüttert. Mach. War nur ein Scherz mit den Kannibalen. Aber hörst du jetzt mal auf? Nein. Willst du die Glocke unbedingt mitnehmen, oder was? Ja, bitte. Ich kann sie dir auch an den Kopf hauen. Kopf? Das bimmelt auch so richtig schön. Gib mir die jetzt. Du hast doch einen Bimmel. Oder? Mir reicht's, ich höre jetzt nicht mehr hin. Errungenschaft freigeschaltet. Bingen. Mir reicht's, ich höre jetzt nicht mehr hin. Mehr kommt nicht mehr. Okay, also die Errungenschaft haben wir schon mal freigeschaltet. Man muss nur penetrant sein. Dann schauen wir mal. So. Auf jeden Fall müssen wir ja theoretisch das hier irgendwie nochmal hinbekommen. Den bekomme ich nicht raus. Lol. Warte mal. Jetzt kann man das drehen. Ist das so gewollt? Oh, das ist aber geil. Warte mal. Per Zufall.
Okay, wir brauchen zweimal Minus. Wir haben hier, müssen wir einmal auf Minus und der andere kommt von hier und der läuft dann so. Jetzt bin ich gespannt. Also wir drehen jetzt erstmal langsam. Bing. Bing. Und jetzt müsste sich ja das Schwein theoretisch drehen, oder? Oh. Dann warte. Schauen wir mal. Turbo! Ne, wir machen jetzt erst normale Geschwindigkeit. Oh. Ja, geil. Dass man das so machen kann. Ja, per Zufall was rausgefunden. Okay, das... Hat sich das schon mehr gedreht? Dann schauen wir mal. Genau, wir schauen nochmal. Und jetzt... Drehgeschwindigkeit, Orkan! Los! Krass! Jetzt! Jetzt! Okay. Flieg in die Freiheit, du Schwein! Ist das deine Art, dich ums Tierwohl zu kümmern? Klar. Draußen ist der Dschungel. Es landet sicher weich. Und das Meer ist auch in diese Richtung. Können Schweine eigentlich schwimmen? Ja, habe ich gehört. So, jetzt haben wir doch hier Theo. Warte mal, wo ist das denn jetzt hingegangen? Okay, ist auf jeden Fall jetzt hier vegan, ne? Das heißt, wir können jetzt mit der reden. So, wir reden jetzt mit Becky und sagen, hör mal, das Buffet. Das Buffet ist jetzt komplett vegan. Yay! Das wird auch Zeit. Ich bin fast verhungert. Du solltest aber kleine Portionen essen. Sowieso. Schon wegen meinem Intervallfasten. Ich mache auch eine Triggerwarnung davor. Für meine Follower aus der Pflanzen-sind-Lebewesen-Community. Die sind immer so süß empört, wenn ich mich auf einer Wiese fotografiere. Okay, ein Punkt mehr bei Gulp. Okay. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Hör auf! Ich muss jetzt... Okay, also wir haben jetzt schon mal hinbekommen, dass die 2 Punkte uns gegeben hat. Da fehlt jetzt noch 1 Punkt und zwar mit dem Cocktail. Ja. Ja. Okay, da fehlt halt noch das mit dem Cocktail. Obwohl, können wir noch was mit dem Schaltschrank machen? Oder, warte mal, wir gehen jetzt erstmal mit Bobby sprechen, weil wir haben ja jetzt mittlerweile 2 Sterne und dann ist die vielleicht zuvorkommend oder kann uns was organisieren, so ein Bötchen oder dass wir nach Muffin Island kommen. Wäre natürlich sehr hilfreich. So. Hallo. Eggben. Hey, Bobby. Was gibt's, Larry? Okay. Da steht gar nichts dran. Ich muss los. Schade. Schade, schade, schade. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zum Schaltschrank und gucken mal, was wir da noch so für Unfug treiben können. Lobby. Ne? Weil das hat uns gerade echt weitergeholfen. Naja, zumindest einigermaßen. Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir ein Klavier. Darf ich da mal mitspielen? Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken, aber es ist besetzt. Boah, ist besetzt. Kann ich dem das hier... Soll ich darüber lachen oder was? Wäre doch eine gute Idee. Nicht. Braucht er was zum Lachen? Nee, das bringt nichts. Das hier würde ich sagen. Das würde ich... Nee, okay. Wir gehen nochmal hier hin. So, wir müssen das hier auch noch ein bisschen weiter verdrecken. Das fasse ich nicht an. Am Ende landet was auf meinem Anzug. Genau. So. Können wir mit der Salatbombe? Das sieht zwar einladend aus, aber ich verzichte. Okay, wir können hier nichts machen. Das ist ein Vogel, da können wir auch nichts mitmachen. Hab schon einen. Im Moment brauche ich... Ich kann auch keinen Kaffee zapfen, ne? Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Seltsam. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn wir das hier einfüllen? Okay, das wird die Wirkung. Genau, und dann, weil der sagt kein Kaffee. Nein, mir ist gerade... Oh, schade. Das wäre es echt gewesen. Das hilft mir nicht. Okay, hilft dir auch nicht weiter. Was hilft dir... Oh, hiermit? Besser nicht. Die beiden Sachen... Kann ich denn hier noch was drehen? Dann schauen wir mal. Kann ich denn hier noch irgendwas... Den bekommt... Den.
Nee, das geht sich nur um die, okay. Wenn wir das hier wieder runter machen. Wenn wir das jetzt wieder runter machen. Dann sieht man die Öllache nicht mehr, oder? Sehe ich das falsch? Das heißt, da brauchen wir Minus und dann brauchen wir hier Plus. So. Theoretisch. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt müsste das Ding ja runtergefahren. Damit bin ich vorerst fertig. Hä? Dann schauen wir mal. Aber da hat sich doch jetzt nichts getan. Also das ist nicht runtergefahren. Okay. Ich muss zugeben, dass das ein geschickter Weg ist, sein Altöl aus den... Aber das ist doch jetzt... Dann schauen wir. Das ist doch jetzt gleich geblieben, oder sehe ich das falsch? Habe ich den Motor kaputt gemacht? Oh. Nicht, dass ich dafür bezahlen muss, ne? Wir könnten theoretisch... Damit bin ich vorerst fertig. Da tut sich gar nichts. Also, wir könnten theoretisch hier nochmal das Feuer anzünden. Ob wir da eventuell was erreichen. Das heißt, wir stellen den auf genau. Und dann würde ich den auf plus stellen, ne? Ah, jetzt habe ich da unten vergessen umzustellen. Ja, das kann man auch nicht abbrechen. Das läuft jetzt ganze Zeit durch. Da muss man warten und lalalala. So, darf ich jetzt? Ja, ja, so. Das wollte ich nämlich machen. So, jetzt würde ich mal gerne gucken, was jetzt passiert. Weil da ist ja jetzt kein Schwein mehr drauf. Und das Feuer geht ja nur ganz kurz an, ne? Aber ich kann den Grill auch nicht anklicken. Hm. Tut sich gar nichts. Da tut sich ja nichts. Meine Hand will ich nicht entsaffen. Hab schon einen. Ich bevorzuge meine und das lässt du mir ein... Das ist reine Okay, das hatten wir ja auch schon mal gehört. Nee, oder? Das will ich nicht ernst... Das ist gut so. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Funktioniert nicht miteinander. Mhm. Wir haben eine Goldmitgliedskarte. Das hilft mir nicht. Eine goldene Hotelmitgliedskarte. Ja gut, aber da waren wir ja schon oben im Außenbereich drin, ne? Also das... Gute Idee. Aber wird so nicht funktionieren. Die beiden Sachen, das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Auch nicht. Was mache ich denn mit dem Wodka? Ich war jetzt der felsenfesten Überzeugung, dass ich dem Schwein Wodka einflößen kann. Für Testzwecke natürlich. Für Testzwecke. Oh, warte mal. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Okay, das vielleicht? Das würde ihr bestimmt. Oh. Das ist keine gute. Oh, warte mal. Wo war nochmal hier? Die Öko-Tussi. Wenn wir das ihr zeigen? Das würde die Umwelt verschmutzen, wenn es rumliegt. Ja. Okay. Kann ich das irgendwo rumliegen lassen? Brauche ich nicht. Das wirkt oft. Warte mal, Umweltverschmutzung melden? Was machst du eigentlich? Was machst du? Ich bin Umwelt, wo immer die Natur... Und das ist rein zu... Du siehst ja, was für ein... Niemals! Wie hast du so schnell... Ich habe ganz Kalauer mit Wassertemper, außer die... Scheins... Ich schlage... Ich durch... Was ich da... Manche Leute ver... Was sind das denn für... Ja, was sind das denn... Ich muss los. Was sind das denn für Untermenschen? Ganz ehrlich, also sowas ist ein absolutes No-Go. Wir haben hier Palmen. Müll konnte ich nichts mehr mitmachen, ne? Da ist nichts mehr drin. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Meine Idee war jetzt. Ich glaube nicht, dass er. Braucht er nicht. Okay, und das hier? Das ist keine gute. Okay. Okay. So, wo kriege ich jetzt Wasser her? Am Brunnen.
Bitte lass dann nicht das Wasser jetzt sein. Hab ihn gefüllt. Okay. Wo krieg ich Wasser her? Ja, weiß ich auch nicht, so am Brunnen. So, wir gehen jetzt zum Fahrstuhl. Und holen uns Eis. Holen uns Eis. Und zwar hier. Und dann kann ich nämlich den Becher da reinstellen, dann bekomme ich Eiswürfel. Smart, ne? So. Becher mit Wasser. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Wasser gefroren ist. Ging schnell. Jetzt ist er gefroren. Ach, komisch. Ja, komisch. Hätten wir jetzt alles für den... Nee, uns fehlt noch eine Zutat. Uns fehlt noch eine einzige Zutat. Oh, kann ich denn jetzt eventuell bei der heißen Quelle... Ich probiere das mal aus. An der heißen Quelle. Kriegen wir da eventuell jetzt das Wasser? Oder sind die Eiswürfel tatsächlich für den Cocktail? Kann ich dir irgendwas anbieten? Eher nicht. Oh, schade. Warte. Nee, da war hier. So, ich... Becher mit Wasser. Das ist gut so. Hä? Das ist geschmolzen. Ja, lol. Okay. Ich verstehe. Also müssen wir das am besten oben im Zimmer mixen. Da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. So, das hätten wir. Da muss Orangen... Ja, genau. Das hätten wir. Aber uns fehlt das hier. Gelbe Flüssigkeit wie der Sonnenuntergang. Wo kriege ich gelbe Flüssigkeit her? Genug davon. Wovon kriege ich gelbe Flüssigkeit? Toiletten. Okay. Also wir bekommen auf jeden Fall schon mal Eis. Das ist gut. Das ist gut, aber wo bekomme ich... Ich dachte schon da, diese Pfütze. Wir müssen irgendwas hier reinpacken, hundertprozentig. Irgendwas Gelbes. Aber was? Boah. Es sieht ziemlich geknickt aus, aber strahlt trotzdem. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Können wir das hier entsaften? Das will ich nicht. Geht nicht. Kann ich das hier entsaften? Das will ich nicht. Oh, die Clubcard? Das will ich nicht. Schade. Das wird jetzt gewesen. Das will ich nicht. Auch nicht? Das will ich. Auch nicht? Das will ich nicht. Auch nicht. Andere Teppiche sind... Ja, aber... Also, wir sind ja jetzt schon ein Stück weitergekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Gut, das haben wir ja schon gemacht. Ich glaube nicht, dass ich ein... Ja, was ist das hier? Vitrine? Da müsste ich erst das Schloss auf... Kann man das Schloss irgendwie aufbrechen? Ja, mit Sicherheit, ne? Na, das hilft mir nicht. Okay, das hilft ihm nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen... Gucken wir in der nächsten Folge mal weiter. Ich gehe jetzt speichern. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.